Hey und willkommen zu einer kleinen Runde 60 Seconds. Bewerte den Part und wie immer viel Spaß. Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, das frage ich mich schon, seitdem ich das Spiel zum allerersten Mal gespielt habe. Ist das das Instrument von Mary Jane oder irgendein Warnsignal, was ich nicht kenne und nicht verstehe, weil ich ein ungebildetes Stück bin? Ich weiß es doch nicht. Kommen hier ein bisschen Essen noch. Ich glaube, meine Familie habe ich jetzt auch schon. Das sieht doch sehr gut aus gerade, finde ich. Was fehlt denn da noch? Ich glaube, mal ein bisschen was zu essen wäre gut. Na, oh ja, die Axt nehme ich auch gerne. Hier noch ein Damespiel. Oh nee, Taschenlampe. Sehr gut drauf geachtet. Die Karte. Mega relevant. Und schnell, schnell, schnell. Wieder zurück und rein mit dir, Ted. Tag 1. Okay, was fehlt hier? Ja, ich hab's geschafft. Mir fehlt der Koffer, die Munition und die Karten. Das war aber ziemlich impressive, würde ich sagen. Oh, die Mundharmonika habe ich hier sogar gefunden. Tag 2. Ja. Übrigens noch eine Sache zum vorherigen 60 Seconds Video. Ich habe danach, also vorm Schnitt, überlegt, den vielleicht gar nicht zu schneiden und hochzuladen. Aber irgendwie bin ich auch dazu gezwungen, weil hier immer was mit dem doofen Panzer passiert. In einer Folge haben wir den gefunden, in der nächsten haben wir dann diese Stacheln dran gemacht und dann beim letzten Mal, glaube ich doch, dieses Gewehr noch. Ja, ich hoffe, es macht euch nichts aus, wenn ich immer verliere. Aber denkt immer dran, nicht das Ziel ist der Weg, sondern der Weg ist der Weg, wie meine Oma immer sagte. Die Langeweile und die Stille sind erdrückend. Zu schade, dass wir keinen Fernseher haben. Aber vielleicht könnten wir einige unserer Vorräte nehmen und so tun, als wären sie Requisiten bei einem Filmset. Ja klar, mach alles kaputt. Tag 3. Ted und Mary Jane waren vor der Apokalypse große Kinofans. Also waren sie sofort von dieser Idee begeistert. Mary Jane bemängelte immer, dass es in Du sollst mein Glücksstern sein an Action fehlte. Also nahmen sie die Axt und spielten eine improvisierte Extraszene. Sehr blutig. Sie behaupten, dass der Film viel besser gewesen wäre, wenn er mehr Äxte gezeigt hätte. Ja, das mag sein. Wer soll nach draußen gehen? Mary Jane mit der Gosmoaske. Tag 4. Diese schreckliche Stelle wird langweilig und wie jede glückliche Bilderbuchfamilie haben wir nicht sonderlich viel Sprengstoff. Können wir das irgendwie ändern? Warte. Ach komm. Nee, lieber da markieren. Und das Radio aktivieren. Tag 5. Ja, hat sich doch gelohnt. Wir haben nicht mal Infos vom Militär bekommen. Timmy geht es nicht besonders. Wir sollten mit ihm reden und ihn etwas aufmuntern. Ja, mach das. Ist immer sehr wichtig, mit den Kindern zu reden. Tag 6. Schon ein freundliches Wort hier und da kann andere aufheitern. Timmy scheint es besser zu gehen. Entweder wir sind am Durchdrehen oder der gesamte Bunker wimmelt von kleinen Insekten. Oder Schlimmeren. Es ist Schlimmeres. Es sind Spinnen. Keine winzig kleinen, sondern riesige, haarige, gruselige Biester. Schade, denn das Problem ist, Mary Jane ist gerade nicht da und das Event bringt mir dementsprechend dann wahrscheinlich auch eher weniger. Und aus diesem Grund werde ich die Spinnen mit dem Insektenspray einsprühen. Es tut mir so leid. Tag 7. Oh, ich glaube, das ist weggegangen. Ja, das ist weg. Und ich habe eine Dosensuppe gefunden. Schön. Tag 8. Wir hätten nicht erwartet, so kurz nach dem Einschlag der Atombombe einen Anruf zu bekommen. Aber jetzt sitzen wir hier und hören da draußen unverkennbar ein Telefon klingeln. Das muss die Telefonzelle auf der anderen Strandseite sein. Nur eine vorne rangehen? Ja, mach das, Timmy. Du schaffst das. Tag 9. Hallo, Mary Jane. Ui, die Gasmaske ist noch ganz. Sie hat 6 Wasser mitgebracht. Und das Insektenspray. Uiuiuiui, ja, da kriegst du doch direkt mal was. Ja. Und ich aktiviere das Radio. Tag 10. Großartige Neuigkeiten. Die Regierung hat über das Radio gesendet, dass sie in unserer Gegend bald die Überlebenden evakuieren. Der Sprecher hat alle Zuhörer aufgefordert, noch etwas auszuhalten und ein paar Tage auf weitere Informationen zu warten.
Bald sind wir weg. Und ich schicke Ted raus. Tag 11. Wir wissen nicht, was draußen passiert. Wir sollten mehr herausfinden. Ja, aber ich hab doch schon mehr herausgefunden. Warte auf weitere Anweisungen vom Militär. Oh, komm! Tag 12. Wir konnten ein schwaches Signal empfangen und die Notfalldurchsagen der Regierung abhören. Die Strahlung draußen ist fast völlig verschwunden. Jetzt sollte es viel sicherer sein, die Oberfläche zu betreten. Heyo Leute, hier ist wieder einmal eure Galo-Maschine, um euch eine weitere Produktplatzierung ins Gesicht zu klatschen. Heute geht es um das Arena Mobile Game Summoners War. Das Spiel hat eine große, aktive Community, bietet haufenweise Events und selbst eine wettbewerbsfähige E-Sport-Szene. Durch die neueste Kooperation Summoners War X Street Fighter werden Spieler bis Ende Oktober die Möglichkeit haben, 5 exklusive Street Fighter Charaktere freizuschalten. Darunter die 5 Stern Charaktere, Ryu, Ken und Bison. Und mit 4 Sternen Chun-Li und Dazim. Durch das Sammeln von 2000 Punkten könnt ihr Street Fighter Ken mit 6 Runen bei Level 15 freischalten. Zudem könnt ihr noch mehr Punkte sammeln, um weitere Belohnungen freizuschalten, indem ihr Ken auflevelt und skillt. Wichtig zu erwähnen ist dabei, dass Kooperationsmonster nicht in PvP-Inhalten verwendet werden können und nicht mit der Geschichte des Spiels verbunden sind. Ihr könnt euch das Spiel jetzt kostenlos über den Link in der Beschreibung herunterladen und Street Fighter Ken gratis dazu erhalten. Außerdem könnt ihr für weitere Updates und Infos zum Spiel Summoners War Europe auf YouTube folgen. Den Link zum Kanal findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Vielen Dank noch einmal an Summoners War für die tolle Kooperation und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Rest vom Video. Der Konstrukteur dieses Atombunkers war ein Genie, aber wir sind nicht sicher, ob das aus dem Rohr tropfende grüne Zeug auch zum Lieferumfang gehört. Dann opfere das Boy Scout und stopf ein paar Seiten rein. Tag 13. Tag 14. Als wir heute Morgen die Falltür des Bunkers öffneten, um etwas frische, radioaktive Luft hineinzulassen, stand draußen ein kleiner Koffer. Es war keine Notiz daran und die Nachbarschaft schien menschenleer. Sollen wir ihn öffnen? Gerne doch. Tag 15. Oh, da bist du ja. Im Koffer befand sich etwas Dosensuppe, aber pfui Teufel, vor Ewigkeiten abgelaufen. Oh, Ted bringt eine Dosensuppe, 2 Wasser und ein Kartenspiel mit. Aber Timmy ist krank. Am Ende der Straße haben wir eine Art Fahrzeug gesehen, konnten es aber im Dunkeln nicht wirklich gut erkennen. Vielleicht können wir bei einer anderen Expedition mehr Informationen sammeln. Da ist schon wieder eine. Nein! Das dürfte doch der Panzer sein. Ja gut, dann heile ich jetzt Timmy und gebe allen was zu essen und zu trinken. Tag 16. Und alle sind wieder gesund. Das sieht man doch gerne. Wir sind ziemlich optimistisch hinsichtlich der heutigen Expedition. Jetzt müssen wir nur noch die richtige Person aussuchen. Ja, das habe ich ja schon. Ich hätte sehr gerne... Oh, was ist das denn hier? Was ist das denn da? Ja, ich hab's wieder. Dolores? Geht's perfekt. Es soll auch irgendwas bringen, das Schloss draußen dran zu machen, weil dann kein Räuber rein kann. Aber wenn Räuber kommen, habe ich doch eh die Wahl, ob ich jetzt meine Waffe nehme, das Schloss oder irgendwas anderes. Aber ich kann's gerne mal ausprobieren. Tag 17. Nee, hier steht auch nichts. Hoffen wir, dass sie es wohlbehalten zurückschafft. Und Ted schnarcht schon wieder. Lenk dich mit dem Damespiel ab, Timmy. Dann geht's dir besser. Tag 18. Schlussendlich hat sich Timmy damit zufrieden gegeben, Damesteine in seine Ohren zu stopfen. Vermutlich nichts, was 4 von 5 Ärzten empfehlen würden. Aber es hat seinen Zweck erfüllt. Er hat gut geschlafen, auch wenn seit heute Morgen ein Damestein fehlt. Steckt er noch in seinem Ohr fest? Steckt er noch in seinem Ohr fest? Und was noch viel wichtiger ist, können wir ohne den Stein noch Dame spielen? Oh, Timmy. Was hast du gesagt? Ich höre nichts mehr. Als wir heute die Falltür des Bunkers öffneten, lag davor ein Brief auf dem Boden. Es war ein Hilferuf einer Gruppe freundlicher Überlebender aus der Nähe. Ah, das sind die Zwillinge. Aber nee, ich setze jetzt alles auf das Militär. Und da ist mir die Dosensuppe zu wichtig. Tag 19. Ja, wir konnten eine weitere Nachricht der Regierung empfangen. Sie fordern alle Überlebenden auf, sich an einen bestimmten Ort in der Umgebung zu begeben und ein Zeichen zu hinterlassen. Nimm ruhig die Karte dafür. Das sieht echt gut aus. Tag 20.
Ein kurzer Blick auf die Karte hat uns alle nötigen Infos verschafft. Wir haben Ihnen eine Flaschenpost hinterlassen. Ja! Tag 21. Dolores? Nein! Sie ist krank! Wir sind froh, dass Dolores wohlbehalten aus dem Ödland zurückgekehrt ist. Und das Schloss ist auch wieder da. Eine Dosensuppe, Wasser und nochmal zwei Wasser. Und in den Kommentaren unter dem letzten Part stand auch, dass ich meine Familie damit heilen kann, wenn ich denen oft etwas zu essen oder zu trinken mitgebe. Und das probiere ich jetzt mal. Vielleicht klappt das ja. Tag 22. Und wen schicke ich raus? Mary Jane ist hungrig. Timmy, geht's richtig gut. Dann viel Spaß im Ödland. Tag 23. Oh nein! Der gesamte Bunker bebt. Jetzt muss ich mich dafür entscheiden. Also ich glaube, die Gasmaske brauche ich nicht für die Regierung. Das Radio glaube ich auch nicht mehr. Nur noch die Taschenlampe. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Tag 24. Oh Mann! Was macht ihr denn? Jetzt ist hier auch alles kaputt. Da ist schon wieder Jim und er will mir einen Stein verkaufen. Ja, natürlich. Dass ich den nochmal die Tür öffne. Tag 25. Tag 26. Tag 27. Er lebt? Timmy! Ja, aber... Oh, wo ist denn das Radio? Oder der Verbandskasten? Eine Dosensuppe, einmal Wasser, einmal Munition und das war's. Ted hatte Albträume und würde sich jetzt gerne in den Verbandskasten reindrücken. Aber ich hab keinen. Tag 28. Wer soll raus? Zermürbt, durstig, hungrig. Ja, genau wie der Rest. Ich werde dir nochmal was zu essen geben und dich dann rausschicken. Tag 29. Tag 30. Ja! Auf vorherigen Expeditionen haben wir ein seltsames Fahrzeug gesehen. Unser letzter Exkurs an die Oberfläche brachte Klarheit. Es handelt sich um einen verstärkten, bewaffneten Panzer. Ihm fehlen aber Laufrollen und Treibstoff. Das arme Teil schwindet vor sich hin. Eine Waffe ist ja schon dran. Aber nee, warte mal. Das hier, die Stacheln habe ich mit einer Axt gemacht und die Waffe mit einem Schloss, oder nicht? Auch wenn das gerade keinen Sinn macht. Aber ich glaube, das war so. Dann nehme ich jetzt mal das Insektenspray für Treibstoff oder so. Ich habe keine Ahnung. Tag 31. Wer hätte ahnen können, dass abgelaufenes Insektenspray so schön bunt sein kann? Wir haben das Fahrzeug besprüht, bemalt und bekritzelt, was das Zeug hält. Wir sind wirklich die Vorreiter des Ödlandismus. So elektrisch, so unkonventionell. Oh, und wie sieht das jetzt aus? Ah, cool. Es ging also definitiv einen Schritt voran. 33 Jahre später. Eigentlich geht's gerade Timmy am besten. Tschüssi. Tag 37. Alarm! Draußen treibt sich eine Bande Feuerwehrleute herum. Sie haben gegen die Tür geprügelt und uns befohlen, all unsere Vorräte herzugeben. Sie wollen uns mit Feuer heraustreiben. Nee, dann nehme ich jetzt mein Schloss und mach einfach zu. Oh. Tag 38. Da ist, glaube ich, das Schloss kaputt gegangen. Ja. Oh, wie nervig. Und wann kommt mal das Militär? Tag 39. Tag 40. Tag 41. Tag 42. Tag 43. Timmy! Nein! Wir müssen uns auf das Schlimmste einstellen. Vielleicht kommt er nicht wieder. Tag 44. Ich werde jetzt Mary Jane was zu trinken geben und dann rausschicken. Tag 45. Jetzt will ich auf irgendeinem Instrument spielen. Ja, mach doch. Du hast ja eins. Tag 46. Passt auf, was ihr euch wünscht. Nachdem wir ein paar Minuten gespielt hatten, sprang eine Handvoll mutierter Kakerlaken aus den Ritzen und begann, sich im Rhythmus unseres Liedes zu bewegen. Was sollen wir nun mit ihnen anstellen? Ja, gar nichts? Tag 47. Eine Verbrecherbande hämmerte plötzlich an der Falltür.
Sie befahlen uns aufzugeben und ihnen all unsere Vorräte zu überlassen. Wie sollen wir reagieren? Oh nein, ich will die Mundharmonika nehmen, aber das kann ich euch nicht antun. Ach, was soll's. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Ich spiele euch einen tollen Song. So ist das geil. Tag 48. Oh, oh. Ja, Ted lebt. Hä, was ist passiert? Sie senkten ihre Waffen und weinten, von der Schönheit unserer Musik ganz ergriffen. Sie werden uns am Leben lassen. Fürs Erste. Ach, was ist das denn? Tag 49. Oh, naja, schade. Tag 50. Mary Jane sollte nach ein paar Tagen zurück sein. Sie ist schon zu lange weg. Wir fürchten, dass ihr etwas Schlimmes zugestoßen ist. Die schrägen Kakerlaken sind immer noch nicht weg. Ehrlich gesagt machen sie gar nicht so viel Ärger und wirken sogar relativ freundlich und neugierig. Als wir gerade heute Morgen unsere Augen öffneten, standen sie in einer perfekten Reihe direkt vor uns, als ob sie auf etwas warteten. Ja, dann spiel wieder ein tolles Lied. Tag 51. Wenn man jemanden nicht schlagen kann, soll man sich mit ihm verbünden. Wir dachten, dass die Kakerlaken mehr von unserer Musik hören wollten, also erfüllten wir ihre unausgesprochene Bitte. Sie begannen wieder fröhlich herumzutanzen und bildeten lustige Formationen auf dem Boden. Dann verschwanden sie plötzlich alle in einer Reihe. Wir dachten, der Auftritt wäre vorbei, aber sie kamen kurz darauf in einer Gruppe und mit Vorräten auf ihrem starken, mutierten Rücken zurück. Sieht so aus, als hätten wir neue Freunde gefunden. Widerliche, mutierte, radioaktive Freunde. Suppe und Wasser. Danke, Freunde. Warte auf weitere Anweisung vom Militär. Ja, wann denn? Tag 52. Und die Räuber sind wieder da. Aber ich habe ein bisschen Angst, deswegen nehme ich das Gewehr. Tag 53. Wir konnten unser Zuhause diesmal verteidigen. Was ist, wenn sie zurückkommen? Dann bin ich tot. Tag 54. Tag 55. Tag 56. Tag 57. Nein! Eine Verbrecherbande hämmerte plötzlich an die Falltür. Dann werde ich jetzt die Axt nehmen. So viel später, dass Manuel schon fast die Aufnahme abgebrochen hätte. Oh, ich glaube, das war's. Die Verbrecherbande ist wieder da und ich habe nur noch die Mundharmonika. Ob das nochmal klappen wird? Ich bin gespannt. What? Tag 62. Ich lebe. Wir dürfen den nächsten Morgen noch erleben. Unser Versuch, schöne, schmerzvolle Musik zu machen, durch die ihre Herzen erweicht würden, endete stattdessen in einer Kakophonie höllischen Lärms. Die Angreifer rannten davon, während sie sich die Ohren zuhielten. Sie werden bestimmt zurückkommen. Tag 66. Ich werde ihn füttern, heilen und dann von mir aus mit der Karte rausschicken. Keine Ahnung. Oh ja. Hä? Tag 72. LOL! What? Was ist denn jetzt passiert? Die Wände unseres Hauses waren mit bizarren Symbolen und Flächen beschmiert. Die Falltür zum Bunker war verschlossen und auf dem Schild über ihr stand: Hier regiert Marlon. Verflucht seist du, Marlon. Zur Hölle mit dir. Wir haben es nicht geschafft. Das sind unsere letzten Worte. Jedem, der das hier liest, raten wir unleserliches Gekritzel. Oh nein. Aber wo war auch das Militär? Es kam nicht einmal wieder zurück. Und es kann ja auch nicht daran liegen, dass ich irgendwelche Gegenstände nicht hatte. Weil man wird ja dann trotzdem noch gefragt. Sieht man ja auch bei den Zwillingen. Oh, schade. Du wurdest vertrieben. Okay. Bewerte gerne den Part, schaut auch in die Videobeschreibung, da ist einiges verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.